Ja, guten Morgen zusammen. Heute mal ganz anders als sonst. Finde ich interessant. Ja, mein Name ist Alex Paris. Bin bei Microsoft und möchte so ein bisschen was über .NET Core und ASP.NET Core erzählen. Vielleicht mal gleich die Frage vorweg. Wer von euch hat sich schon damit beschäftigt? Okay. Dann gebe ich erstmal so einen kurzen Überblick, um was es bei .NET Core geht. Und dann steigen wir auch ins Coding ein. Wird einfach so ein bisschen so ein paar Aspekte mal zeigen, wie man mit .NET Core eine Anwendung erstellt, wie man letztendlich dann die verschiedenen ja, Programmiermodelle mit reinbringt in ASP.NET. Also ihr könnt auch jederzeit eine Frage stellen, ich werde die dann wiederholen auf der Aufnahme. Ja. Okay. Also unterbrecht mich gerne, wenn ihr eine konkrete Frage an irgendeiner Stelle habt. Wir sind eine kleine Gruppe, wir können relativ schön handhaben. .NET selbst hat schon eine recht lange Historie, aber trotzdem gibt es eine neue Welt in .NET, und zwar die Ambition, eben diese verschiedenen Bereiche möglichst einheitlich zu gestalten, was das Programmiermodell angeht, und auch die Möglichkeiten eben mit den verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Wir haben zum einen .NET für die Windows-Anwendungen. Dort gibt es ein .NET Framework, wie wir kennen. Dann gibt es ein neues Framework, das nennt sich .NET Core oder neue Plattform, die es eben einem erlaubt, auf Windows zu entwickeln, auf Unix zu entwickeln und entsprechend die Anwendungen miteinander universell laufen lassen zu können. Und dann haben wir mit dem Zukauf von Xamarin natürlich auch eine mobile Plattform, die es einem erlaubt, .NET-Anwendungen ursprünglich auf Basis von .NET Mono, mittlerweile auf dem normalen .NET Framework und auch später eben mit Teilen von der Standard Library laufen zu lassen. Diese universelle Plattform soll einfach einem die Möglichkeit geben, mit den Spezifika, die in jeder Plattform drin sind, generisch zu arbeiten, sodass Anwendungsentwickler eben eine einzige Library lernen sollte. Und das ist eben diese sogenannte .NET Standard Library. Wenn Sie jetzt mal die einzelnen Frameworks anschauen, wie wir die jetzt heutzutage drin sind, dann haben wir zum einen das .NET Framework 4.6.2, das dann erlaubt, eben für Windows, für Desktop-Anwendungen zu schreiben. Mittlerweile gibt es auch für dieses Framework ein paar zusätzliche Optionen. Zum einen haben wir mit Windows 10 auch wieder eine neue Plattform drin, die Windows Runtime. Dort kann man das .NET Framework 4.6.2 auch mit benutzen und zum Beispiel mit einem Projekt, das Centennial heißt, auch entsprechend Win32.com-spezifische Anwendungen auf der Windows Runtime laufen lassen. Und es wird auch im Rahmen von ASP.NET für die Windows Container benutzt. Windows Container, neues Feature bei Windows Server 2016 oder auch bei Windows 10, die es einem erlauben, eben Container, also Anwendungen in Container zu packen. Docker ist hier das große Stichwort, das einem erlaubt, eben mit Containern zu arbeiten. Bei Windows gibt es zwei Arten von Container, der normale Windows-Container und der Hyper-V-Container, der es eben einem erlaubt, klassische ASP.NET-Anwendungen auch mit COM-Objekten und solchen Dingen laufen zu lassen. Dann gibt es die andere Seite, auf die ich kurz eingehe, bevor ich auf .NET Core gehe, nämlich Xamarin. Und hier haben wir bisher auch eigene Frameworks drin gehabt, die spezifisch auf die jeweiligen SDKs sind. Und dort wird auch wieder ein Subset von dem .NET Framework benutzt. Und was letztendlich jetzt neu hinzugekommen ist, seit einem 2015 ist es so public verfügbar, ist eben .NET Core, das eben einem erlaubt, Cross-Plattform zu entwickeln. Und was eigentlich ASP.NET Core ist, ist von der Zeit unter dem Begriff noch ASP.NET 5 zu finden gewesen. Ist einfach ein Open-Source-Framework, das plattformunabhängig mir erlaubt, Web-Anwendungen zu schreiben. Hat ein paar Charakteristiken, warum zum einen wir ein neues Framework geschrieben haben und vielleicht nicht das Bestehende genommen haben, ist einfach in der Historie. Es gibt halt viele Altlasten, die einem Innovation nicht unbedingt erlauben. Das Gleiche haben wir mit Edge gemacht und im Internet Explorer. Eine der wichtigen Dinge, die wir implementiert haben, sind ein paar Aspekte, wie zum Beispiel die Modularität der Anwendung. Das heißt, ich kann meine Anwendung wirklich so bauen, dass ich nur die notwendigsten Assemblies mit verpacke. Und da nicht nur die eigentlichen Anwendungsassemblies, sondern eben auch Framework-Assemblies werden damit
verpackt. Das heißt, jegliche Konfiguration der Anwendung läuft über NuGet, wenn ich zum Beispiel Framework-Version hinzufüge. Dann kann ich die einfach eins zu eins in mein Verzeichnis reinkopieren lassen, über NuGet entsprechend mir laden und ausführen lassen. Hab damit die Möglichkeit, auch Side-by-Side-Deployments zu machen. Also ich kann verschiedene Framework-Versionen mit .NET Core laufen lassen. Einer der anderen wichtigen Punkte ist, dass .NET Core schnell ist. Und schnell ist jetzt immer so eine Auslegungssache. Also wenn man Benchmarks macht, also die Zahlen, die ich euch jetzt zeige, den traut ihr nicht, ja? Sie geben euch nur einen Hinweis, wohin es gehen könnte, wenn es optimal konfiguriert ist. Es gibt hier einen Chart, da sind ein paar Frameworks drin oder auch ein paar typische Umgebungen, zum Beispiel Go. Das sind immer so Relationen hier. Das ist ein ganz bekannter Test von TechEmpower. Den kann man sich auch runterladen. Es gibt auch auf GitHub von uns eine entsprechende ASP.NET Core-Variante, die man auf sein eigenes System ziehen kann und dort testen lassen kann. Und ASP.NET Core ist durch ein paar Iterationen gegangen. Es ist nicht wichtig, was da für eine Zahl geht oder wie hoch der Balken letztendlich ist. Es geht nur darum, einfach auszudrücken, dass wir sehr, sehr viel unternommen haben, um wirklich, wirklich schnell zu sein. Es gibt nach wie vor einige Frameworks, die sind viel schneller als wir. Aber wir reden hier wirklich in Bereichen von, also ich weiß, ist das jetzt hier so 1,5 Millionen Requests, ja, pro Sekunde. Das heißt, wir haben hier einfach den Verlauf der entsprechenden Geschwindigkeitszunahmen. Und die interessante Sache an der Implementierung dieser Geschwindigkeitszunahme ist, dass der Core-Contributor dieser Performance-Optimierung nicht von Microsoft ist. Ja. Also es zeigt auch, wie offen das .NET Core-Framework gelebt wird. Das ist ja, wie gesagt, Open Source und die Contribution in dem Fall kommt von dem Mitarbeiter, der Age of Ascent geschrieben hat. Das ist ein Multiplayer-Online-Spiel, das über den Browser läuft. Und dem war die Performance einfach zu langsam. Und die haben Performance-Optimierungen gemacht. Das ist echt, geht echt in Bereiche rein, wie zum Beispiel, dass man ja verschiedene HTTP-Verben hat. Und HTTP-Verben sind ja String-Comparisons eigentlich. Aber man kann das entsprechend in Bytes aufmachen und dann einfach einen Byte-Vergleich machen, anstatt den String zu vergleichen. Solche Dinge sind da implementiert worden, um das schnell zu machen. So, .NET Core gibt es denn, also die Umbenennung, es war ASP.NET, MVC 5 und dann stand Core hinten und oder stand gar nicht dran, glaube ich. Und dann hat man sich gedacht, man sollte auf jeden Fall ein einheitliches Bild haben nach außen. Und wir haben das mit .NET Core und ASP.NET Core so gemacht. Das hat auch den Vorteil, dass man in Suchmaschinen das Ergebnis besser findet, sofern Inhalt da ist. Die Iterationszyklen sind relativ schnell. Das heißt, wir haben richtig schnelle Sprints und es gibt dann entsprechende Branches für Longtime Support. Also es gibt Longtime Support über 3 Jahre. Das heißt, wenn ich eine bestimmte .NET Core-Version haben möchte, dann kann ich 3 Jahre lang Longtime Support dafür bekommen für eine Stable Release in der Richtung. Die Anfänge 2015, das ist jetzt hier die Contribution fürs .NET Core Framework außerhalb von Microsoft weltweit in 2015. Und da sieht man allein schon in der Anzahl der Bubbles, wie viele zusätzliche Contributions ins .NET Core Framework reingeflossen sind. Also es ist ein sehr, sehr valides und aktives Ökosystem, mit dem .NET Core Framework auch über die Open Source Contributions hinweg, sodass man hier eine relativ schöne, innovative Zukunft erwarten kann. Zur Roadmap komme ich dann ganz zum Schluss. Tooling für .NET Core nach wie vor Visual Studio, aber eben auch andere Editoren, die man nehmen kann, unter anderem Visual Studio Code oder eben, wenn ich mit Xamarin arbeite. Und wie ich schon meinte, die Basis dafür ist, dass wir uns auf die .NET Standard Library einigen, die es einfach als Einstiegspunkt für Entwickler eine universelle API ist, die in 3 Bereichen genutzt werden kann. Stand heute ist die entsprechend in der Version 1.6, weiß gar nicht, ob 1.6 schon da ist, aber 1.0 bis 1.6 ist auf jeden Fall schon definiert. Ich glaube, es ist auch verfügbar. Und wir haben einen längerfristigen Ansatz, der es mir eben erlaubt, weil die Funktionalitäten, die schon drin sind, sind noch relativ